Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Wunschduell mit mir, dem Marcel. Und mit mir, der Sarah. Duellmodus. Oh, ist nicht schlimm, alles cool. Mach mal richtig schön mit Elan, ist alles cool. So, und also aufgepasst, jetzt XX Darka XX7 und Flohpilz LPM wünschen sich Ghost Woster gegen Terrafin. Und das werden wir heute mal auf Necropolis machen. Ich mache heute mal einen auf Heimvorteil. Und deswegen wisst ihr auch bestimmt auch schon, welchen Skyrim ich benutzen werde, nämlich Ghost Woster. Oh, ich habe nur den Elementarruder. Ja. Entschuldigung. Du bist noch im Universum. Ja. Okay, ich nehme Ghost Woster. Und ich Terrafin. Genau, auf die fäustige Skillkörner oder Schlagringe. Wusstest du, dass die in Deutschland verboten sind? Ja, mir fehlt immer noch der aus der Serie 2, wo ich das jetzt gerade sehe. Stimmt, aus der Serie 2. Die Figur hat Schlagringe an der Flossen, ne? Ja. Ja, mal gucken, ob wir den mal die Tage mal holen. Ja. Gut. Dann Raketenhut. Raketenhut. Fumble. Jetzt du, Teleporter. Achso. Sprungkissen. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Achso. Und Kanone. Zack. Alles klar. Dann. 3, 2, 1. Und viel Glück. So, ich mache mir erstmal jetzt. Ah, was ist das denn? Ja, jetzt kriegst du richtig was dabei raus. Komm her. Zack, zack, zack. Sehe. Zack, zack, zack. Richtig machen. Was machst du denn da unter der Erde? Ja, weiß ich noch nicht. Wie gut das. Jetzt geht das wieder los hier mit dir. Warum treffe ich dich denn gar nicht? Ja, weil die auf die Fäuste geskillt sind, auf die Fäuste stärker. Du hast keine metallische Rückenflosse mehr am Rücken. Ja, schönes Ding. Boah, ich bin ja fast kaputt. Was ist denn da los? Das hast du ja wohl so gedacht. Wow! Ist hier irgendwo mal was zu essen hier? Aber ich bin noch ein Gespenst. Ich brauche eigentlich nichts essen. Ich bin ja gleich da. Was? Oh, ja, okay. Da kann ich mich ja doch nicht beschweren mit der Preisenskillung. Du brauchst gar nicht unter der Erde. Du knallst mal einfach mit deinen Schlagringen. Ja, hab ich gemerkt. Ja, hab ich nicht gedacht. Ja, machen wir nochmal. Wenn mal Rückkampf werden, geht doch gar nicht. Ich hab ja überhaupt gar keine Chance gehabt. Ghost Roaster gegen Ist Ghost Roaster wirklich so schwach gegen Terrafin? Oder besser gesagt, ist Terrafin so stark mit den aufgeskillten Fäusten? Jetzt komm mal her hier. Da, du triffst mich ja selbst, wo ich hier im Kopf bin hier. Boah, der geht voll ab hier. 65. Ne, hier sieht gar nichts aus. Ey, gar keine Vielleicht mit der Dragonfire Kanone. Oh. Oder auch nicht. Keine Chance. Ich sag dazu nichts, ey. Die Fäuste von Terrafin sind einfach zu stark. Aber du weißt, mehr Schlagringe sind in Deutschland verboten und eigentlich müsste diese Figur jetzt dem Zoll melden, ne? 28 Sekunden, ey. Er kann denken. Er darf es ja gar keiner erzählen, so weit, ey. Na egal, wisst ihr Bescheid. Also wir haben den Tipp gekriegt, wir sollen Terrafin auf die Fäuste skillen, das habe ich gemacht und jetzt wünschte ich mir, ich hätte es nicht getan. Aber egal. Die Fäuste sind einfach stark und Sarah holt sich bald die Serie 2 Figur. Da sind nämlich Ausschlagringe drauf. Ja, bin ich gespannt drauf. Die mache ich ab. Und die benutze, die benutze ich dann selber für mich. Die benutze ich als Fingerschlagring. Damit piekst du mich dann. Ja, genau. Gut, alles klar. Dann, wie immer, danke fürs Einschalten. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.